Hallo meine Freunde, willkommen zurück im alten Griechenland, willkommen zurück zu Builders of Greece. Unser Stadtzentrum ist gewachsen, die Agora wird gesäumt von vielen kleinen Gebäuden. Die Einwohner gehen ihrer täglichen Betriebsamkeit nach und unsere Stadt wächst und gedeiht. Der nächste Schritt wird sein, in Richtung Marmorgrube vorzustoßen und den Seugiten hier die Möglichkeit zu geben, auch noch eine höhere Stufe zu erreichen, nämlich die der Geomori. Und für uns ist das vor allen Dingen ein Grund, uns zu freuen, aber natürlich auch erstmal einfach weiter zu forschen bei allen anderen Dingen. Und da gehen wir jetzt einfach der Reihe nach von links nach rechts, bis wir bestimmte Anweisungen bekommen. Und dann sehen wir mal weiter. So, das heißt, wir wollen Marmor abbauen. Und dazu brauchen wir Werkzeuge. Oh, der ist teuer. 20 Drachmen. Eieiei. Und 6 Bretter. Und 3 Werkzeuge. Eieiei. Und dann gibt's Marmor. Marmorstein und Eisen. Genau. Wir kennen alle den Riesenerfolg von Drafi, Deutscher. Bräuchten noch einen Satz Werkzeug. Aber das macht nichts. Die müssten ja gleich geliefert werden. Marmorstein und Eisen. Brechen. In unserer Werkstatt bauen wir ein Rechen. Basic wie die Marmorgrube ist, arbeiten dann natürlich auch wieder Theten drin. Und eine zweite wäre mir ganz lieb. Wir holen jetzt den Marmor rein. Und ja, Oliven. Ich sehe sie da rumliegen und sie gehen wir. Weiß nicht. Ich würde sie auch gern verarbeiten. Wie geht's denn mit der Werkzeugproduktion voran? Das ist ja auch noch so eine Frage, so eine spannende. Wollen wir mal gerade gucken. Hier ist Bronze läuft. Wir haben nicht genug Bronze. Wie sieht's mit. Also wir haben nur eine Bronze. Aber natürlich, Zinn und so läuft voll. Das heißt, wir können auch eine Bronzeschmelze bauen. Okay. Dann machen wir das, wenn wir die 4 Bretter haben. Eine weitere Bronzeschmelze. Irgendwas ist immer zu tun. So, jetzt läuft hier auch so langsam wieder das Ganze nach oben. Und eine Bronzeschmelze soll hier oben hin. So, komm, ein Brett noch. Liefer uns das Brett, das wir bohren. Jetzt! Komm! Was ist das für ein Ausrufezeichen? Aga? Nee, das hier. Der Waffenmeister, ja, der hat keine Bronze, das ist richtig. Dann kann die jetzt hier hin. Hier kommt eine Bronzeschmiede und ja, der kriegt sofort seine Waren. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bronze wird geschmiedet. Ai, ai, ai. Aber es fehlen schon wieder Seugiten. Eieieiei. Und Bretter. Von allem. Und hier müssen wir uns mal den Marmor einblenden, den wir jetzt nebenbei noch verdienen, um. Die Kollegen noch weiter zu erhöhen. Aber wir nutzen ja die Chance hier und können weitere Ketten einziehen lassen. Dass wir auch da nicht so ins Defizit geraten. Wir sind nicht happy da hinten, aber hier vorne sind sie happy. Da haben sie das dritte von denen. Dann können wir die auch erhöhen.
Oh. Jetzt geht's an die Hiyomori. Die brauchen auch Bretter. Natürlich, alles braucht Bretter. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Ja, ja, und dafür haben wir schon mal die Effizienz der Sägewerke gesteigert. Das ist richtig. Das ist richtig. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Und ja, ich würde sagen, wir können dann auch noch eine Bibliothek irgendwann ins Auge fassen. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen den Zeitraffer laufen lassen, bis wir bei 16 Brettern sind. Könnt ihr das Treiben der Stadt verfolgen? So, meine Freunde, da sind wir wieder. Wir sehen 16 Bretter, 18 Bretter, 16 Marmor. Wir können jetzt hier dieses kleine Zentrum, die Seogiten, erhöhen. 1, 2, 3. Und 4. A new social class is firmly settled in our polis. Its representatives are more demanding, but they can undertake more complex work, including scientific ones. By building a library, you will take care of the education of your scholars and also accelerate the technological development of the polis. Ja, wir können auf jeden Fall eine Bibliothek jetzt bauen. Jetzt haben wir hier die Geomori. Ist noch nicht so, sind ein bisschen enttäuscht von uns. Ja, weil der Bedarf an Wein und allem nicht gedeckt ist. Aber wir müssen vor allen Dingen auch die Seogiten wieder erhöhen. Das heißt, oder die Seogitenanzahl. Das heißt, wir müssen die Theten hier auch gleich wieder mal befördern. Und dann ist die Bibliothek das nächste. Und ja. Wie immer, der Bedarf an Holz, der Bedarf an Brettern. Was soll ich da wettern? Wir brauchen Bretter. Wir brauchen Bretter. Damit geht's hier auch weiter. Noch mehr Theten, alles gut. Und eine Bibliothek sollen wir bauen. Kostet 16 Marmor, 8 Bretter, 10 Werkzeuge. Wir erkennen schon das Thema, ne? Bretter, Bretter, Bretter. Zum Glück haben wir die Bretterproduktion erforscht. Wir werden wohl hier auch die Reichweite der Bewässerung verbessern. Aber wir brauchen natürlich auch den Marmor dafür. Und eieiei. Und die Theten wollen wir verbessern. Und eine Witzka. So viel zu tun, so wenig Zeit. Um das Ganze zu beschleunigen, tun wir noch ein Sägewerk. Weil ich Lust am Sägen mag. Es ist mein Lieblingsspruch, es tut mir leid. Ich werde ihn immer wieder bringen. Aber ich baue jetzt noch ein Sägewerk. Da ist es. Und es kriegt tatsächlich auch schon mal 10 Holz gebracht. Und damit das Ganze im Holz nicht mangelt, hier kommt noch ein Holzfäller hin. Und dann werden wir hier das Lager auch vergrößern. Und hier hinten entwickelt sich das ja auch schön raus. Da können wir, denke ich, auch nochmal eine Jagdhütte setzen. Veganer unter uns schauen jetzt mal weg. Hier auch schön im Wald. Und sobald das nächste Brett da ist, können wir hier das Lager erweitern. Und ihr seht schon, sie stürmen raus mit ihren Handkarren. Hier wird
Hier kappt der Profi noch selber. Was stand noch auf der Liste? Ja, genau, ein warmer Bau. Da wollten wir noch einen zweiten haben. Ein Marmorabbauer. Und haben ja den einen. Hier geht ja auch noch einer. Oder? War das nicht da? War der nicht hier? Ja, die gleiche Ecke, ne? Den hier haben wir, genau. Aber da unten, am anderen. Ne, hier haben wir den gebaut, okay. Brauchen auf jeden Fall 6 Bretter dafür. Also hier. So, dann können wir hier auch Marmor. Ja, da sind sie schon. Hier wird abgemarmort. Auch das soll ein Bedarf sein, der ansteigt. Und das Lager hier hinten sollten wir auch verbessern, noch. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ihr habt recht, so viel zu tun, so wenig Zeit. Baut mal fleißig ab. Und dann ist der nächste Schritt. Wir wollen die Bibliothek. Und die Bibliothek. Wir haben wieder zu wenig Arbeiter. Bevor wir in die Bibliothek investieren, müssen wir natürlich die Täten hier aufwerten. Auch die Täten hier wollen nur aufgewertet werden, denke ich mir. Sie im Brett bringen. Ja, ja, auf geht's. Und, oh, wir sehen, das Bier wird knapp. Oh nein. Männer, Frauen, Bierliebhaber. Der Gerstensaft, der Gerstensaft. Das Beste aus Roggen, Hopfen und Malz. So der Hals. Unser Bier. Das brauche ich hier. Erstmal Wege für mehr Täten. Auch das. Aber natürlich. Wein ist auch knapp. Oder? Weintrauben sind knapp. Olivenöl ist knapp. Aber, okay, Oliven sind genug da. Weintrauben sind knapp, Wein ist aber genug da. Auch da müssen wir wohl ausbauen. Keramik ist genug da. Brot. Wir haben mehr Mehl als Brot. Okay. Heißt, vielleicht ein Bäcker mehr. Okay, auch das ist auf der Liste. Und was ist noch auf der Liste? Wein. 0 Weintrauben, aber 16 Wein. Das ist okay. Bier. Wir haben 10 Weizen. Also Weizen ist über. Okay. Aber wir haben nicht genug Bier. Da würde ich doch dann fast sagen, wir machen das richtig und bauen einfach mal noch einen zweiten Agrarbetrieb hier hinten. Oh, boah, hier ist doch schön. Da können wir auch eine weitere Nuria jetzt bauen. Nuria. Ach, das war ein Dienstleistungsgebäude. Tut mir leid. Oder? War es ein Verwaltungsgebäude? Tatsächlich, die Nuria ist ein Verwaltungsgebäude. Ich bin schon ganz verwirrt. Dann dahin. Und dann hätte ich hier gerne 6 Felder. Oh, da ist ein Steinbruch ausgegangen. Den können wir direkt mal entsorgen. Das ist ja gut, wenn der Steinbruch hier gerade leer ist.
dann können wir hier natürlich jetzt mit dem Bier neue Arbeitsplätze schaffen. Indem wir erstmal hier ein Olivenöler und ein Bierbrauer nebeneinander setzen. Und natürlich brauchen die auch ein Lager. Da kennen wir nichts. Das soll dann hier die schön versorgen. Und Brauerei und Oliven, das sieht gut aus. Alles mal nach vorne. Jetzt, ja. Ich weiß, eine zweite Brauerei. So, der Doppelbrau. Ganz genau. Damit sollte auch wieder unser Bierbedarf gedeckt sein. Wir werden hier auch wohl ein Weingut bauen. Aber wir sehen es schon wieder. Es ist schon wieder knapp an Theten. Und an allem. Das heißt, unsere Stadt muss weiter wachsen. Wachstum als einziger Ausweg aus der Misere. Hier können wir ja noch ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen Platz. Mehr Einwohner braucht die Stadt, aber wir werden hier einfach expandieren müssen in alle Richtungen, weil wir platzen aus allen Nähten. Jetzt aber, wie versprochen, die Bibliothek. Quell ewigen Wissens, ewiger Weisheit, was auch immer. Ich glaube, ich kann mal hier hinsetzen. Knowledge is power. And our knowledge is constantly growing. Many technological achievements are open to us now. And it depends on you how you will steer our polis towards even more impressive technological development. Genau, die Bildhauerwerkstatt, die Duftkünste und der Hyperspiss. Okay, mehr Truppen heißt das. So, das heißt vor allen Dingen die Bildhauerkünste und der Beginn der Tischlerei. Da gehen wir mal rein. Halte die Tischlerwerkstatt frei, sehr schön. Duftkünste, was brauchen wir denn dafür noch? Ach ja, die effiziente Kräutersammlung. So. Das Ganze entwickelt sich jetzt und ihr seht schon, ab jetzt beginnt sich das etwas aufzuspalten. Und natürlich wollen wir hier die Theten noch aufwerten. So ist ja nicht. Wir kennen ja die Problematiken um unsere Theten. Und hier wollen wir einfach... Ich glaube, hier brauchen wir noch eine Läsche. Ja, das wird auch nötig sein. Einfach weil die hier... Ja doch, die haben noch eine Läsche. War das andere? Ach, der Platz des Ares fehlt hier hinten dann. Okay. Das heißt, da hinten brauchen wir einen Platz des Ares. So, langsam kommen wir dann in den Bereich. Ja, ihr merkt's. Ihr merkt's, wo es eng wird. Und wo das Ganze zu immer mehr Arbeit wird und sich immer mehr verzweigt. Aber das macht ja nichts. Darum spielen wir ja solche Spiele, weil wir es mögen, wenn
wir planen können. Natürlich, ihr seht's auch, dass ich hier jetzt nicht die perfekte Planung an den Tag lege. Sondern ich möchte das Ganze eher von der optischen Seite her haben, nämlich dass es in Anführungszeichen gewachsen aussieht. Finde ich optisch einfach schöner als dieses perfekte Schachbrettmuster, das man so oft sieht. Daher, verzeiht's mir bitte. Aber wenn ich mal so kleine Sackgassen oder so baue, ich finde sowas schön. Es gibt dem ganzen Leben mathematische Formen, so effizient sein mag. Es nimmt dem Ganzen dann doch ein bisschen. Und was brauchen wir noch? Okay. Natürlich brauchen wir hier wieder mehr Theten, die auswandern oder aufgewertet werden zu. Und Steine werden knapp. Eieiei. Es wird alles knapp. Aber natürlich können wir hier hinten auch noch Steine produzieren. Dass das hier auch schon mal gesetzt ist. Mit Lager und allem, wie sich das gehört. Und da haben wir die berühmte unterbrochene Straße. Naja, ich gehe davon aus, dass das zählt. Wenn ich, liebe Entwickler. Wir bauen hier weiter. Ich meine, wir haben jetzt einen schönen Überschuss und alles gut soweit. Da wächst und gedeiht. Die Tischlerei wird fertig und nach der Tischlerei die Technologie Bildhauerwerkstatt. Okay, dafür müssen wir auch noch die Straße davor. Ja, ja, brauchen wir 6 Steine. Es ist wieder viel zu tun. Und ja, ich würde sagen, ich gönne euch noch mal einen kleinen Zeitraffer, sobald wir hier das Thekenhäuschen... Schatzfund! Ui! Einer der Baustellen halten Freudenrufe wieder, als die Arbeiter einen wertvollen Schatz ausgruben. Wahrscheinlich Überreste der alten Bewohner dieser Länder. Wir können ihn entweder in die Schatzkammer legen oder unsere Großzügigkeit zeigen, indem wir die kostbaren Gegenstände an die Bürger verteilen. So, gebt's den Leuten. Party People. Ja, ihr dürft glücklich sein. Hier sehen wir jetzt den Bonus. Nicht mehr wie vorhin den Malus, weil die Fischer nicht rausgeschickt haben. Benötigt Service Erholung. Was ist der Service Erholung? Wer liefert Erholung? Ach, Weinverbrauch. Da brauchen wir wieder 12 Steine. Ja, Papa. Für die Lösche. Die Durstlösche. Ich glaube, das ist aber gar nicht so verkehrt, wenn wir die hier hinten setzen. Komm, 12 Steine. Und da ist die Lösche. Und dann haben wir hier auf jeden Fall mal die erste Forschung abgeschlossen. Die Tischlerei. Aber natürlich, wir müssen ja die Straßen erforschen und dann noch die Bildhauerwerkstatt. Der Weg ist also weit. Der Weg ist weit. Aber wir werden den noch gehen. So ist nicht. Für euch geht's schneller als für mich. Warte, bis das Gebäude vollständig belegt ist. Okay, Lösche ist nicht belegt. Jetzt können wir hier Keten einziehen lassen. Wein, Wein, Wein. Wir haben das Weingut gar nicht gebaut. Ja, Papa. Wir haben das Weingut gar nicht gebaut. Jo, Leute. Ich habe den Wein vergessen. Ich habe mich so gefreut, was wir hier alles haben.
und hab den Wein vergessen. Oh je, das ist wie wenn man zum Aldi geht und dann feststellt, ich hab den Tütenwein nicht eingepackt. Ja, Papa, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und ist es euch aufgefallen? 1000 Einwohner. Ich meine, wir haben jetzt schon fast ein Dorf. Oder so. Und natürlich bauen wir hier Weinreben an. Griechischer. Und ich sing nicht weiter. Man hat's mir verboten. Ich glaub zu Recht. Ich glaub zu Recht. Aber jetzt haben wir hier auch Wein. Wein, Weib und genau, kein Gesang von mir. Ihr trauert mit mir mit, ne? Und Weinkeller. Mehr. Die Leute wollen Stoff. Die bekommen Stoff. Die bekommen Stoff. Und jetzt müssen wir halt die Bildhauer Werkstatt erforschen. Da sind wir ja schon fast unterwegs. Wir sehen, es sind schon wieder zu wenig Täten da. Eieiei. Irgendwas ist immer. Mögen sie hier einziehen und glücklich werden. Ja, wir sehen, Wein ist knapp. Kein Wein mehr da. Eieiei. Aber das macht nichts. Wir haben jetzt ja den Wein quasi wieder in Produktion geschickt. Wir wollen ja nicht, dass unsere Leute verdursten. 100 Marmor liegen bereit. Die wollen verbaut werden. Und wir können Steinstraßen bauen, aber wir gehen jetzt hier noch in die Bildhauerwerkstatt rein. Ihr bekommt einen Zeitraffer. Ich brech's runter auf 10 Sekunden. Sind bestimmt 2 Minuten. Oder so. Aus schicker Perspektive, ihr seht das Dorf so richtig wimmeln. Und dann auf der anderen Seite. So, da sind wir zurück aus dem Zeitraffer. Ihr seht, wir haben es erforscht. Und ich mache direkt mal weiter mit Richtung Duftkerzen, bevor es in der nächsten Episode wieder so eine lange Wartezeit ist. Oh, wir brauchen Kräuter dafür. Da hätte man direkt mal dran denken können, dass wir den Kräutersammler mal bauen. Irgendwas ist immer. Den haben wir irgendwann mal erforscht und nie gebaut. Okay, wir bauen erstmal den Kräutersammler. Der sammelt da hinten seine Kräuter. Und dann wollen wir den Tischler bauen. Bretter, Werkzeuge für Möbel. Ja. Tischler. Tischler, deck dich. Oder so. Hier ist der Tischler. Der freut sich über Bretter. Davon haben wir ja einige. Und Handwerks- und Werkzeuge haben wir auch. Da gucken wir mal, wie schnell der arbeitet. Er kostet auf jeden Fall ziemlich viel. Wir können hier mal die Kerzen ausblenden und für die Kerzen dann mal die Möbel einblenden. Und Straßen, da haben wir jetzt den Pfad hier gebaut. Sehr schön. Das wird jetzt natürlich direkt auf... Ja, das spricht für uns. Lager können wir erweitern. Deine können wir hier abbauen. Sehr gut. Und natürlich wollen wir auch das Kunsthandwerk. Oh, Steinstraßen. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen.
warum die Steinstraßen der Verwaltungsgebäude sind. Aber Pfade und Wege oder Straßen und Brücken hier ein eigener Punkt ist, das ist noch mir noch nicht ganz klar, aber das werden die uns die Entwickler bestimmt verraten. Hier können wir auf jeden Fall Marmor in der... Skilled carpenters and sculptors have already begun their work, providing us with exquisite furniture and eye-catching sculptures. However, it would be good to focus on something that holds particular value for our people. A museum would be a great place to organize exhibitions that will satisfy another need of our citizens. Okay. Ein Museum wollen wir auch noch bauen. Also ich habe viel vor. Viel vor. Wir werfen einen ganz kurzen Blick auf die Waren. Und hier insbesondere auf Bronze. Ah, wir bräuchten da vielleicht ein bisschen mehr sogar. Und wir bräuchten auch mehr Eten, die zu Deoliten werden. Wir sehen es ja schon wieder hier. Überall. Lasst aus allen Nähten. Bauen hier nochmal einen Schwung. Bauen hier den Weg. Und dann muss ich sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal die Duftkünste, den Hyperspist und natürlich das Museum. Für heute verabschiede ich mich. Tschüss, bis dann.